بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir sind beim Sidq. Den Ikhlas haben wir besprochen gehabt. Heute wollen wir weitergehen mit dem As-Sidq. Was ist der Sidq? Die Ehrlichkeit. Übersetzen wir es mal als die Ehrlichkeit. Den Ikhlas haben wir übersetzt als die Aufrichtigkeit. Wo sind die Unterschiede? Gibt es überhaupt Unterschiede? Wir hatten eingangs zu diesem Thema einen Hadith erwähnt, einen bekannten, berühmten Hadith in dieser Sache. Erinnert ihr euch an ihn? Inna as-sidqa la yahdi ila al-birr. Ehrlichkeit führt zum Birr. Und Birr haben wir erklärt als Frömmigkeit. Frömmigkeit. Wa inna al-birra la yahdi ila al-jannah. Und der Birr, die Frömmigkeit, leitet zum Paradies. Nun, damit ihr wisst, was ich mit Frömmigkeit meine. Ich meine mit diesem Wort al-Birr alles, was dieses Komplex Religion mit seinen Geboten und Verboten umfasst. Alles. Daher sagt Allah Ta'ala in der Surah Al-Baqarah, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. Birr bedeutet nicht, dass ihr eure Gesichter nach Westen oder Osten wendet. Dieser Vers wurde herabgesandt, als die Qibla, die Richtung der Qibla geändert worden ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat 15 oder 16 Monate oder derartiges Richtung Jerusalem gebetet, wie es im Hadith von Bara ibn Azib vorkommt. Und dann wurde die Gebetsrichtung verändert nach Mekka. Und darum haben einige Muslime sich mit den Ahlul Kitab gestritten. Und daraufhin sagte Allah Ta'ala, die Sache ist nicht, ob ihr nach Westen oder nach Osten betet. Darin liegt nicht der Kern der Sache. Der Kern der Sache ist, dann sagt Allah Ta'ala weiter, وَلَكِنَ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. Aber Birr bedeutet, Iman an Allah zu haben, an den Tag der Auferstehung, an die Malaika, an das Buch, an die Nabiyin. Und dann nennt er einige andere Eigenschaften. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. Und Birr bedeutet, dass man sein Vermögen, obwohl es dir lieb ist, ausgibt. Dann nennt er einige berechtigte Personen in dieser Ayah, für die man ausgeben sollte. Die Fuqara, die Masakin und so weiter. Und dann nennt er eine weitere Eigenschaft. وَالصَّابِرِينَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. Und jene, die ihre Verträge einhalten, ihre Abkommen einhalten, wenn sie Abkommen abschließen, und jene, die geduldig sind bei Not und bei Drangsal. Und dann sagt Allah Ta'ala am Ende sagt er dann, das sind jene, die ehrlich sind. Und das sind die Gottesfürchtigen. Ihr seht, Ehrlichkeit ist nicht nur eine Beschreibung, Ehrlichkeit ist nicht nur eine Beschreibung für Worte, die man ausdrückt. Allah Ta'ala nennt diese Personen hier, die all diese Eigenschaften haben, ehrlich. Aber darum ging es mir eigentlich nicht. Mir ging es eben im Moment um den Begriff Al-Birr. Al-Birr ist also dieses ganze Komplex der Religion. Manchmal definiert man das Wort Al-Birr auch anders, wie im Hadith vorkommt. Der ist bei At-Tirmidhi überliefert, wenn ich mich nicht gerade irre, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Birru husnul khuluq. Der Birr, yani dieses Wort, bedeutet, das sind die noblen Charaktereigenschaften. Die noblen Charaktereigenschaften. Und dann sagte er, wal-ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali' alayhi an-nas. Und der Ithm, hier sehen wir auch das Gegenteil, Gegenstück vom Birr ist Al-Ithm. Al-Birr, Gegenstück davon Al-Ithm. Al-Ithm ist eigentlich die Sünde. Die Sünde ist das, was in deiner Brust, was dir Unbehagen bereitet. Die Al-Ithm ist das, was dir Unbehagen in deiner Brust bereitet. وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ. Und das, und all das, yani, was dir Unbehagen bereitet, wenn die Menschen es erfahren würden. Ja, dass du dies und jenes tust.
Diesen Hadith muss man aber natürlich ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, denn es gibt Dinge, die machen einem Menschen Unbehagen im Herzen, aufgrund des Jahl beispielsweise. Oder manchmal ist es so, dass man Dinge unterlässt, nicht weil sie verboten sind, aber weil beispielsweise es ist so eine zementierte Auffassung in einem Laienvolk, dass man so etwas nicht machen sollte und man möchte seine Würde einfach bewahren, verstehst du? Denn wenn du das tust, selbst wenn es legitim ist, wird man mit den Fingern auf dich zeigen und über dich sprechen, der macht so und so, obwohl es eigentlich nichts Verbotenes ist. Das passiert oft in Dingen, ja, die den Leuten unbekannt sind. Ich habe einmal in meinem Heimatland, in Pakistan, habe ich einmal mit meinen Schuhen gebetet. Mit den Schuhen im Haus, das war im Haus, ja, nicht auf der Straße, das war sauber. Und ich höre, die nächsten Tage, das ganze Dorf spricht darüber. Der betet in seinen Schuhen, als ob er so ein Ketzer ist, ne? Der respektiert nicht das Gebet. Ja, so passiert halt dann. Jedenfalls, danach sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in dem Hadith, den wir eingangs eingeleitet haben, وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقْ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا. Und ein Mann bewahrt so lange die Ehrlichkeit, also er ist fortgehend ehrlich, bis er bei Allah als Siddiq niedergeschrieben wird. Also diese feste Eigenschaft bekommen. Die feste Eigenschaft bei Allah Ta'ala. Also sowas wie eine Auszeichnung. Es gibt Auszeichnungen mit gewissen Bezeichnungen. Das ist eine Auszeichnung, dass man als Siddiq aufgeschrieben wird. Und dann sagt er das Gegenteil. وَإِنَّ الْكَذِبَ لَيَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. Al-Kadhib, das Lügen in deinen Worten, das Lügen in deinen Absichten, das Lügen in der Einhaltung deiner Abmachungen, das Lügen in deinen Zuständen. وَإِنَّ الْكَذِبَ لَيَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. Al-Fujur, das Lügen führt zum Fujur. Das Lügen leitet zum Fujur. Fujur ist die, yani, das ruchlose Auftreten des Menschen. Al-Fujur ist das Sünden. Und der Mensch lügt so lange, also fortgehend, bis er bei Allah Ta'ala als Lügner aufgeschrieben wird. Kazzab. Wisst ihr eigentlich, was das Urteil davon ist, von Lügen? Ist das Lügen eigentlich nur mal so, das wörtliche, verbale Lügen? Ist das eine große Sünde? Ist das verbale Lügen eine große Sünde? Wenn jemand dir Unfug erzählt, der nicht der Realität entspricht. Eine große Sünde? Nicht? Die Ahlul Ilm erwähnen, dass das Lügen, wenn es belanglose Lügen sind, ja, ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine, belanglose Lügen, yani, die bringen mir keinen Vorteil. Manchmal lügt man als Person, um gewisse Vorteile zu gewinnen für sich, ne? Das ist eine Form der Entrechtung anderer. Denn eigentlich hättest du kein Recht darauf, aber du lügst, um dieses Recht zu bekommen und eignest dir damit selber einen Vorteil an. Und schadest natürlich damit deinem Gegenüber, weil der hätte es dir nicht aushändigen müssen oder geben müssen. Und manchmal habe ich davon keinen Vorteil, aber schade damit. Ich persönlich habe keinen Vorteil damit, aber schade anderen. Wie die Namima. Die Namima kann auch Lüge sein. Die Namima kann, ihr wisst, was die Namima ist, ne? Dass ich dass A über B sagt, der hat über dich so und so gemacht oder hat das und das gemacht. Und dann geht er zu B und sagt zu ihm, A hat mit dir so und so gemacht. Und umgekehrt, das macht er mit mehreren Gruppen. Das nennt man Namima. Das kann auf Realität basieren, ist trotzdem Namima, oder kann auf Lügen basieren. Und in beiden Fällen habe ich persönlich keinen Vorteil davon. Aber ich schade damit Leuten. Ich schade damit Leuten. Das ist keine belanglose Lüge. Ich rede nicht über diese Form von Lügen. Ich rede über belanglose Lügen. Ja, jemand, der beispielsweise beim Spaßen, beim Scherzen lügt. Oder er lügt einfach so, er erzählt über sich dann, ich habe das und jenes gemacht. Ne? Ich habe jenes und dieses zu dem gesagt.
Und ich habe, er möchte beispielsweise mutig aussehen. Er möchte beim Gegenüber mutig auftreten. Ich habe den und den schon mal verprügelt. Und beispielsweise, es gibt Jugendliche wirklich, die denken, wenn sie mal mit einem Messer abgestochen worden sind, sind sie Gangster. Dann erzählt er, ich wurde mal mit einem Messer abgestochen. Ja. Das alles ist nicht wirklich passiert. Er schadet eigentlich niemandem damit. Einen großen Vorteil davon hat er auch nicht, aber es ist einfach Schwachsinn. Diese Form von Lügen, ist es eine Kabira? Die Ahlul-Ilm erwähnen, das ist keine Kabira. Das Lügen ist eine Sarira. Es ist trotzdem Haram, yani. Nicht verstehen, wenn ich sage, es ist eine kleine Sünde, dass es legitim ist. Es ist verboten und es wird auch durch das Beharren darauf zu einer großen Sünde, wenn man es immer wieder macht. Aber das einmalige oder ein paarmalige Lügen auf derartige Art und Weise ist keine große Sünde. Ja. Okay. Dieses Wort As-Sidq, die Ehrlichkeit, wie wir schon gesagt haben, die meisten Menschen verstehen darunter die verbale Ehrlichkeit. As-Sidq wird meistens bezogen auf die Aussagen der Menschen. In dem Fall sind dann die Aussagen, die der Realität entsprechen, nennt man dann Sidq. Und diejenigen Aussagen, die der Realität der Dinge widersprechen, nennt man dann Kadhib. Das ist ja auch sofern richtig, ist nicht unbedingt falsch. Aber das ist nicht der einzigste Bereich des Al-Kadhib, des As-Sidq. Übrigens, es gibt Dinge, die nennt man, wenn wir gerade bei der verbalen Ehrlichkeit und Lüge sind, es gibt Dinge, die nennt man Geschwister der Lüge. Geschwister der Lüge, Achul Kadhib. Manche der Salaf haben die Ma'arid. Die Ma'arid sind mehrdeutige Aussagen, yani aus denen der Zuhörer mehrere Sachen verstehen kann. Du beabsichtigst aber, dass er genau das versteht, was du aussagen möchtest. Ja? Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe schon mal ein Beispiel für Ma'arid gegeben. Ne? Ma'arid zum Beispiel, als Ibrahim sagte, als er über seine Frau gefragt worden ist, wer das denn sei, was sagte er denn da? Er sagte, das ist meine Schwester. Oder? Um sie zu bewahren. Ist das eine direkte Lüge oder nicht? Ist keine direkte Lüge. Warum gehört es zu dem Ma'arid? Weil er hat damit gemeint, seine Schwester in der Religion. Aber sein Gegenüber sollte verstehen, Schwester im Sinne der Verwandtschaft. Das nennt man Ma'arid. Oder auch ebenfalls wird überliefert, dass, ich weiß nicht mehr, wer das war, dass einer der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam von einem Volk heimgesucht worden ist. Sie wollten sich gegen ihn vergehen. Und daraufhin sprang einer der anderen ein und sagte, dies ist mein Bruder, um ihn zu befreien von ihnen. Und die verstanden daraus, dass er sein Blutsbruder ist. Und man ist später zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen und hat das ihm gesagt. Und er sagte, er hat die Wahrheit gesprochen, er ist sein Bruder im Dien. Das ist ein Ma'arid. Oder ein anderes Beispiel für die Ma'arid, das habe ich euch auch schon mal erwähnt. Jemand kam zu Sufyan, war das, glaube ich, oder jemand aus dieser Klasse, und hat bei ihm zu Hause angeklopft und nach ihm gefragt, ob er denn da sei. Und dann sagte die Person, die Tür öffnete, sie sagte, such nach ihm in der Moschee. Such nach ihm in der Moschee. Sie hat ihn aufgefordert, nach ihm dort zu suchen, aber nicht gesagt, er ist dort. Das versteht man aber daraus, richtig? Das sind keine direkten Lügen, nennen wir es mal indirekte Lügen, Ma'arid, mehrdeutige Aussagen. Die Ma'arid sind, manche deshalb nennen sie Achul Kadhib, Bruder des Lügens, weil es eine Ähnlichkeit zum Lügen hat und daher sollte man das nur, ja, nie wie Salz im Essen benutzen. Salz im Essen, das heißt, sparsam damit umgehen, nicht versalzen. Wenn jemand, der ständig so redet, da weiß ich gar nicht mehr, ob du dem noch glauben sollst.
oder was du unter seinen Aussagen verstehen sollst. Ja. Ebenfalls gehört nicht zum Lügen, da wir das gerade auch ansprechen, das Lügen nur mal so nebenbei, auch nicht gehört zum Lügen, wer lügt, um zwischen zwei Leuten zu schlichten. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: "Laysa al-kadhdhabu man yuslihu bayna ithnain, fa yaqulu khayran aw yanmi khayran." Nicht ein Lügner ist nicht der, der zwischen zwei schlichtet, der etwas Gutes sagt oder etwas Gutes übermittelt. Etwas Gutes sagt oder etwas Gutes übermittelt. Dazu fällt mir eine Geschichte ein, die ist auch ganz interessant. Die zeigt eigentlich, dass dieser Mann clever und intelligent war. Er hatte eine Frau und wollte eine zweite heiraten. Er hat sie auch tatsächlich geheiratet. Und zwischen zwei Ehefrauen ist halt immer eine gewisse Feindschaft da, eine Feindseligkeit da. Und er wollte das ein bisschen ins Lot bringen. Und da hat er sich was ganz Feines einfallen lassen. Er ist zu seiner ersten Frau gegangen und hat ihr einen Dinar gegeben und sagte ihr: "Du sollst heute ein Festmahl vorbereiten. Die neue Frau ist eingeladen. Sie soll nicht denken, dass es bei dir nichts gibt." Er ist dann zur zweiten gegangen, der neuen, und hat zu ihr gesagt, er hat ihr auch einen Dinar gegeben und hat gesagt: "Kauf schön was ein, Geschenke und so, für die Alte. Sie soll nicht denken, dass du mittellos bist." Dann ist er zu einem Freund gegangen, einem Bekannten. Aber er hat zu beiden Frauen gesagt, sie sollen das nicht der anderen erzählen, das mit dem Dinar und den Auftrag, den er erteilt hat, sozusagen. Dann ist er zu einem Freund gegangen und sagte zu ihm: "Komm heute vorbei bei mir zu essen." Einfach so, also er soll einfach vorbeikommen, als ob er nur mal nachsehen wollte. "Und frag mich dann am Tisch, welche Frau mir denn lieber sei." So, das alles ist geschehen. Der Mann kommt am Abend zum Essen und dann fragt er sie am Tisch, welche Frau ihm lieber sei. Und dann sagt er: "Sag mal, das kann ich doch nicht hier so öffentlich sagen, vor in Anwesenheit aller Menschen oder beider Frauen." Dann hat er geschworen und auf ihn eingedrängt, dass er das sagen soll. Und dann sagt er: "Okay, ich sage dir etwas, aber ich deute nur darauf hin." Und sagt er: "Jene Frau, der ich heute einen Dinar gegeben habe, ist mir die liebere." Und beide waren glücklich. Beide waren glücklich, denn keiner weiß. Die beiden denken, sie sind die Einzigste. Sie ist die Einzigste, die diesen Dinar bekommen hat. Da jedenfalls, das gehört nicht zu Lügen. Ebenfalls sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nahm er eine weitere Form des Lügens aus. Das, was zwischen Ehepartnern passiert. Aber auch hier muss man das eingrenzen. Damit sind nicht Lügen gemeint, die dein Gegenüber, also den Ehepartner, entrechten. Oder mit denen man sich gewisse Vorteile ergattert, die dir eigentlich nicht zustehen. Damit sind auch die banalen Sachen gemeint, die dazu führen, dass Harmonie weiterhin fortbesteht oder gefördert wird. Wie zum Beispiel, wenn dir das Essen nicht gefällt, dass du es trotzdem lobst. Derartig, sowas gehört nicht zur verbotenen Lüge. Denn die Lüge, grundsätzlich müssen wir verstehen, ne? Sämtliche Verbote in der Scharia wurden verboten, weil sie zu gewissen potenziellen Nachteilen führen. Sie führen zu gewissen Nachteilen oder Schäden, sei es in der Dunya oder in der Akhira. Deswegen sind die verboten. Aber das Lügen auch. Aber in diesem Fall verwirklicht das Lügen einen Vorteil ohne irgendwelche Nachteile. Einen Nutzen ohne irgendeinen Nachteil. Und daher ist es in diesem Fall nicht verboten. Bei den verbalen Lügen oder bei der verbalen Ehrlichkeit musst du auch beachten, dass du in den Aussagen, die du in deinen Bittgebeten oder in deinen Salah oder so aussprichst, dass du auch darin ehrlich bist. Yani,
denn sonst fällt man auch der Lüge. يعني beispielsweise wenn jemand sagt إني وجهت وجهي لله الذي فطر السماوات والأرض am Anfang seines Gebetes. Ich widme mich mit meinem ganzen Dasein. Hier kommt das Wort Wajh vor, was Gesicht heißt, aber damit ist gemeint mit meinem ganzen Dasein, mit Fleisch und Seele. Wende ich mich dem, meinem Herrn, dem, der die Himmel und die Erde erschaffen hat. Das ist ein Ausdruck für Aufrichtigkeit, ein Ausdruck für geistige Anwesenheit. Jemand, der das sagt und mit seiner Gedankenwelt wo ganz anders schwimmt, in einem ganz anderen Tal ist, ist er ehrlich? Der lügt. Du sagst etwas aus, was gar nicht der Realität entspricht. Richtig? Das ist eine Lüge. Auch da sollte man aufpassen, was man sagt. Gut, gehen wir weiter. Das war die Ehrlichkeit in den Aussagen. Dann gibt es die Ehrlichkeit in den Absichten und in den Intentionen des Menschen. Absichten und Intentionen des Menschen. Hier gibt es auch eine Ehrlichkeit. Und das kehrt zum Ikhlas zurück. Hier überschneiden sich der Sidq und der Ikhlas. Denn der Sidq, Ehrlichkeit in der Absicht, ist der Ikhlas selbst. Daher, wenn die Absicht vermengt wird, oder wenn ihr andere Dinge beigemengt werden, mit ihr beigemischt werden, die dem Ikhlas widersprechen, wie beispielsweise Anteile des Ego darin oder die Augendienerei oder der Tasmi', dann ist die Absicht nicht mehr ganz ehrlich. Daher kommt auch das Wort Lügen in diesem Kontext vor. Ihr kennt bestimmt den bekannten langen Hadith über die drei Personen, den Spender, dem Krieger und dem Alim. Kennt ihr den Hadith? Da sagt der Prophet sagte zu den ersten, die verurteilt werden am Tage der Auferstehung, gehören drei Kategorien von Menschen. Das sind Beispiele. Nummer eins, er nannte den Munfiq, der Geld ausgibt. Der Geld ausgegeben hat in seinem Leben, er wird vorgeführt werden und dann wird Allah Ta'ala zu ihm sagen, was hast du mit deinen Handlungen getan? Er wird sagen, ich habe nichts ausgelassen, keinen Weg ausgelassen, in dem ich für dich hätte etwas ausgeben können, in dem ich nicht tatsächlich auch was gegeben hätte. Dann wird Allah Ta'ala sagen, kadabt, du hast gelogen. Worin hat er gelogen? Gelogen darin, dass er ausgegeben hat, dass er gespendet hat. Er hat nicht gelogen darin, dass er die Tat ausgeführt hat. Er hat sie tatsächlich ausgeführt. Aber Allah Ta'ala sagt, كَذَبْ إِنَّمَا أَنْفَقْتَ لِيُقَالَ أَوْ تَصَدَّقْتَ لِيُقَالَ جَوَادْ. Du hast ausgegeben, damit man sagt, er ist gutmütig. Eine weitere Person, der Kämpfer, der Krieger, er wird sagen, dieselbe Frage, Allah Ta'ala wird ihn fragen, was hast du mit deiner Handlung gemacht? Was hast du mit deiner Tat gemacht? Und dann wird er sagen, ich habe auf deinem Weg gekämpft, bis ich umgekommen bin. Dann wird Allah Ta'ala sagen, du hast gelogen. Auch wieder hier, nicht in der Handlung, er hat das tatsächlich gemacht. Du hast gelogen, du hast das getan, damit man sagt, er sei mutig. Er sei mutig. Oder heldenhaft. Und der dritte ist der Alim. Er wird sagen, man wird ihn fragen, was hast du mit deiner Handlung gemacht? Dann wird er sagen, ich habe den Koran gelesen und gelehrt. Oder ich habe das Wissen gelernt und gelehrt für deinetwegen. Und darauf wird Allah Ta'ala sagen, kadabt, du lügst, du hast es getan, damit man sagt, er sei ein Alim. Jedenfalls kommt hier das Wort kadib wieder vor und bezieht sich auf die Absichten. Das ist die zweite Form der Ehrlichkeit in der Absicht. Die dritte Form der Ehrlichkeit in der Entschlossenheit. Die Ehrlichkeit in der Entschlossenheit und der Erfüllung. Der Erfüllung der Dinge, zu denen man entschlossen war. Das nennt man auch Ehrlichkeit. Ein Beispiel dafür, wenn jemand sagt, jemand, der kein Vermögen hat,
Er sagt, wenn Allah Ta'ala mir Vermögen und Reichtum gibt, wenn Allah Ta'ala mir Vermögen und Reichtum gibt, dann will ich das auf seinem Weg ausgeben. Das nennt man eine Entschlossenheit. Er ist entschlossen, das zu tun. Da jetzt die Ehrlichkeit in der Erfüllung davon, das kommt dann in Frage, wenn dieser Zustand tatsächlich gegeben ist, hält er es ein oder nicht? Das ist die Ehrlichkeit dann in der Erfüllung. Reichtum im Überfluss zu haben, ist es eigentlich etwas Tadelnswertes? Ist nicht unbedingt etwas Tadelnswertes. Kommt darauf an, wie du damit umgehst, wie dein Verhalten ist, wie dein Umgang mit diesem Geld ist. Es gibt, Allah Ta'ala beschreibt Abu Bakr im Koran als jemanden, der überschüssiges Geld und Reichtum hat. Und Allah Ta'ala sagt in der Surah An-Nur, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَ الْفَضْلُ وَالسَّعَ, großen Reichtum, überschüssigen Reichtum. Wer ist hiermit gemeint? Abu Bakr. Diejenigen von euch, denen überschüssiger Reichtum gegeben wurde, sie sollen nicht schwören, davon auszugeben an ihre Verwandten und an die Bedürftigen. Und sie sollen vergeben. Wollt ihr denn nicht, dass Allah euch vergibt? Dieser Vers wurde herabgesandt in dem Ereignis, die Verleumdung von Aisha radiallahu ta'ala anha. Die Verleumdung von Aisha. An ihr waren auch einige Muslime beteiligt, wie Mistah, das ist ein Verwandter von Abu Bakr gewesen, für den er aufgekommen ist. Er ist finanziell für ihn aufgekommen. Und da er daran beteiligt war, an der Verleumdung seiner Tochter, hatte er geschworen, nicht mehr für ihn auszugeben, nicht mehr aufzukommen für ihn. Und daraufhin wurden dann diese Verse herabgesandt, indem Allah Ta'ala Abu Bakr kritisiert und ihn dazu auffordert, seinen Schwur sozusagen zu brechen. Dass er sich nicht an einen derartigen Schwur halten soll. Und daraus nehmen wir einen sekundären Sachverhalt, und zwar, wer etwas schwört zu tun oder schwört etwas nicht zu tun, wobei eigentlich das Tun davon besser wäre. Also er schwört etwas nicht zu tun. Das Tun davon wäre aber besser für ihn gewesen, vorteilhafter oder einfach besser. Die Handlung an sich ist etwas Besseres. Was soll er in diesem Fall tun? Er bricht seinen Schwur. Also er tut einfach das, was er geschworen hat, nicht zu tun, und leistet die Sühne dafür. Oder er leistet erst die Sühne dafür und tut dann das, was er geschworen hatte, nicht zu tun. Deswegen sagte auch der Prophet, wenn einer von euch einen Schwur ablegt, und dann sieht, dass anderes besser ist als das, was er geschworen hat, dann soll er das tun, was besser ist, und soll für seinen Schwur eine Sühne leisten. Gut. Ein Beispiel für die Ehrlichkeit in der Ausführung der Dinge, zu denen man eine gewisse Entschlossenheit hatte, ist die Aussage Allah Ta'alas: Min al-mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alayh. Und unter den Gläubigen gibt es solche, die ehrlich waren in dem, was sie Allah geschworen hatten oder was sie ihm versprochen hatten. Zu tun, yani. Bezeichnet das als Ehrlichkeit. Ja. Dann gibt es Ehrlichkeit in deinen Handlungen, in den Taten selbst. Dass du ehrlich bist in deinen Handlungen. Was heißt das, Ehrlichkeit in den Handlungen? Ehrlichkeit in den Handlungen bedeutet, dass dein Äußeres und dein Inneres auf gleichem Niveau stehen. Dein Äußeres und dein Inneres stehen auf gleichem Niveau. Im konkreten Sinne bedeutet das, anhand eines Beispiels, jemand, der eigentlich innerlich gar keine Demut verspürt, wenn er beispielsweise in seinem Gebet steht, verspürt keinerlei Demut,
keinerlei Konzentration. Aber er äußert mit seinen Handlungen, mit seinem Auftreten im Gebet, äußert er genau das Gegenteil. Das ist keine Ehrlichkeit in den, das widerspricht der Ehrlichkeit in den Handlungen. Ehrlichkeit in der Handlung bedeutet, dass die Sarira, dein Inneres und dein Äußeres, auf gleichem Niveau sind. Und deswegen sagt Mutarrif ibn Abdullah, er sagte, einer der Salaf, er sagte, wenn das Äußerliche, إذا استوت سريرة العبد وعلانيته قال الله هذا عبدي حقا. Wenn das Äußerliche und das Innerliche des Dieners auf gleichem Niveau ist, sagt Allah, das ist mein Diener, das ist mein wirklicher Diener. Dann gibt es die nächste Form der Ehrlichkeit, das ist die Ehrlichkeit in den verschiedenen Rangstufen und den verschiedenen Etappen der Religion. Damit, ich meine mit den Etappen die einzelnen Formen der Dienerschaft, wie die Furcht, die Hoffnung, die Liebe, das Vertrauen auf Allah, die Zufriedenheit, der Sucht. Ehrlichkeit in diesen einzelnen und verschiedenen Rängen. Was bedeutet die Ehrlichkeit in diesem Sinne? Nehmen wir als Beispiel die Furcht. Als Beispiel einfach mal die Furcht. Die Furcht hat Anfänge, richtig? Diese Eigenschaft der Furcht hat gewisse Anfänge, ja, da beginnt sie. Und sobald dieser Anfang da ist, kann man das auch Furcht nennen. Aber das ist noch nicht die Vervollkommnung dieses Ranges. Die Vervollkommnung bedeutet, wenn man mit der Furcht, also ich sage mal bei der Skala ganz hoch fährt, bei 100% ist. Das nennt man dann Ehrlichkeit, also die Verwirklichung eines Ranges nennt man dann Ehrlichkeit in dem jeweiligen Rang, bei der Furcht, bei der Hoffnung, bei der Liebe, beim Sucht, beim Vertrauen auf Allah, bei der Zufriedenheit. Das Verwirklichen des jeweiligen Ranges nennt man Sidq in diesem Rang. Das ist aber natürlich schwer, alleine zu ermitteln, wo denn die Vervollkommnung beginnt, ist schwer, aber man kann es einfach so ausdrücken: umso stärker man in einem Rang ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass man der Vervollkommnung nahe ist. Und umso schwächer man ist, umso ferner ist man von ihr. Abgesehen davon kommt Allah Ta'ala dem Diener entgegen. Er kommt ihm entgegen, wenn er Ehrlichkeit bei ihm findet. Wenn er Ehrlichkeit bei ihm findet, kommt Allah Ta'ala dem Diener entgegen. Daher wird im Hadith überliefert, diesem bekannten Hadith, إذا تقرب عبدي إلي شبرا تقربت منه ذراعا. Wenn mein Diener sich mir eine Handbreite nähert, Schibr ist eine Handspanne, also so dieser Bereich. Wenn mein Diener sich mir eine Handspanne nähert, nähere ich mich ihm ein Zira. Zira ist eine Elle. Und wenn er sich mir eine Elle nähert, nähere ich mich ihm ein Klafter. Wisst ihr, was ein Klafter ist? Der Klafter ist ja die Entfernung zwischen den beiden ausgestreckten Armen. Von Hand links nach rechts, wenn du sie ausgestreckt hast. Das ist ein Klafter. Das heißt, Allah Ta'ala kommt dem Diener entgegen, er kommt ihm zuvor. Aber vorausgesetzt ist Ehrlichkeit. Vorausgesetzt ist die Ehrlichkeit, denn wer nicht ehrlich ist, zu dem kann man nicht sagen, er hat sich mir eine Handspanne genähert. Diese Annäherung kann nur realisiert werden, wenn er ehrlich ist. Das war alles, was wir zum Sidq haben. Danach geht es weiter mit einem Kapitel, das nennt sich Al-Muhasabatu wal-Muraqaba. Die Al-Muhasaba ist die Abrechnung, die penible Abrechnung mit sich selbst, und Al-Muraqaba ist die Beobachtung. Ihr kennt das wahrscheinlich, die Beobachtung und Abrechnung und derartiges führen wir auch tagtäglich in unserem allgemeinen Leben durch. Ich meine den Unterschied zwischen Abrechnung und Beobachtung. Man beobachtet eine Sache erstmal und anhand der Beobachtung
macht man dann die Abrechnung am Ende des Tages. Es gibt einige Texte im Koran, die zwar nicht direkt das Thema Abrechnung mit sich selbst beinhalten, aber die in einer gewissen Art und Weise darauf anspornen. Wie zum Beispiel die Aussage Allah Ta'alas: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا. An jenem Tag, an dem jede Seele das, was sie an Gutem getan hat, vor sich finden wird. وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. Und das, was sie an Üblen angestellt hat, sie wird sich wünschen, yani die Seele des Menschen, sie wird sich wünschen, dass zwischen ihr und ihm, also dem Übel, eine weite Entfernung läge. Das deutet darauf hin, auf eine gewisse Form der Abrechnung. Denn du kannst nicht wissen, was du an Gutem und Schlechtem getan hast, wenn du nicht die Bilanz ziehst. Und deswegen sagt auch Allah Ta'ala ein anderer Vers, der ebenfalls suggeriert, dass man mit sich selbst abrechnen sollte und sich selbst beobachten sollte. Die Aussage Allah Ta'alas: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Und an dem Tage, an dem die Waagschalen der Gerechtigkeit aufgestellt werden, Waagschalen der Gerechtigkeit, weil da niemanden auch nur im Umfang eines Kornes Unrecht zukommen wird. Und dann sagt Allah Ta'ala: Und wenn es auch nur das Gewicht eines Senfkornes hat, werden wir es vorbringen. Ja, und es wird nichts entgehen. Weder Schlechtes, wenn man Schlechtes im Gewicht eines Senfkornes getan hat. Das ist ein Ausdruck in der arabischen Sprache für etwas Winziges, was man beinahe nicht sieht. Wie auch in anderen Stellen das Wort Zarra vorkommt. Mit Zarra ist die winzige schwarze Ameise gemeint, die du ja fast nicht erkennen kannst, wenn du nicht genau hinschaust. Also er sagt, wenn es nur einem Senfkorn entspricht, werden wir es hervorbringen. Ja, ein Gutes oder Schlechtes. Und diese derartige Verse machen einem zwar große Hoffnung, aber auch zur gleichen Zeit viel Angst. Denn besonders diese banalen Kleinigkeiten, wenn es schlechte Handlungen sind, beachtet man gar nicht oder man zählt sie selbst gar nicht. Man zählt sie selbst gar nicht. Und das ist tatsächlich in der Realität so. Die meisten Menschen, wenn man von Sünden spricht, dann sprechen sie von das, was ich mal Kapitalverbrechen genannt habe. Erinnert ihr euch? Diese ganz großen Sünden. Aber die ganzen kleinen Sachen, die zählt man gar nicht mit. Aber genau hier liegt ja die Gefahr, denn deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in einem Hadith, in dem er dazu ermahnte, dass man diese Kleinigkeiten nicht auf die leichte Schulter nehme. Er sagte, ein großes Feuer entsteht auch aus viel kleinem Brennholz, das man zusammenbringt. Und andersrum sagte er auch, er sagte, ja, sinngemäß, dass man keine gute Handlung geringschätzen sollte. Selbst wenn man nur eine halbe Dattel spendet. Ich schätze das nicht gering. Und daher hat der Islam auch das Verständnis der Sadaqa so weit ausgedehnt. Die Sadaqa, welche eine noble Handlung ist, sehr weit ausgedehnt, nicht nur basierend auf das Vermögen. In einem Hadith wird überliefert, dass eine Gruppe der Sahaba zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kamen und sagten: Ya Rasulullah, dhahaba ahlu ad-duthuri bil ujur. Die Vermögenden sind mit den Ujur fortgegangen. Ja, mit dem Lohn fortgegangen. Sie haben das dann begründet, sie sagten: Yusalluna kama nusalli, sie beten wie wir beten, wa yasumuna kama nasum, fasten wie wir fasten, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ja, hier kommt dann der Unterschied. Sie geben ihr überschüssiges Vermögen aus, ja, und wir nicht. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam:
أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به حتى أن الله تعالى euch nicht auch etwas geben, das ihr als Almosen geben könnt, als Spende, Sadaqa geben könnt. Dann sagte er sagte, At-Tasbihatu Sadaqa. At-Tasbihatu Sadaqa. Der Tasbih, Allah Ta'ala zu preisen, ist ein Sadaqa. At-Takbiratu Sadaqa. Der Takbir. At-Tahmidatu Sadaqa. At-Tahlilatu Sadaqa. La ilaha illallah zu sagen. Amrun bil Ma'ruf Sadaqa. Das Gute zu gebieten ist eine Sadaqa. Nahwa nahyun anil munkar Sadaqa. Das Schlechte zu verbieten ist eine Sadaqa. Wa fi bud'i ahadikum Sadaqa. Selbst in eurem Verkehr mit euren Ehefrauen ist eine Sadaqa. In einem anderen Hadith, ähnlicher Vorfall, da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Kullu sulama min an-nas alayhi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u fihi ash-shams. Jeder einzelne Knochen, jedes einzelne Gelenk des Menschen, es geziemt sich für jeden einzelnen Knochen und jedes einzelne Gelenk an jedem Morgen eine Sadaqa zu entrichten. Das wäre, wenn hier die Sadaqa im Sinne des Geldes gemeint ist, wäre das reichlich viel geworden mit der Zeit. Aber er sagte, ta'dilu bayna ithnayn Sadaqa. Wenn du zwischen zwei gerecht bist oder in Gerechtigkeit entscheidest, ist das eine Sadaqa. وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ مَتَاعَهُ عَلَيْهَا صَدَقَ. Oder du hilfst jemanden beim Aufsteigen auf sein Reittier. Oder du hilfst ihm beim Beladen seines Reittieres. Und dann sagt er, وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَ صَدَقَ. Ein gutes Wort ist eine Sadaqa. Dann nannte er noch etwas, habe ich vergessen. Aber auf jeden Fall, das zeigt, dass das Prinzip der Sadaqa nicht nur auf das Vermögen begrenzt ist. Ebenfalls sagt Allah Ta'ala, وَوُضِعَ الْكِتَاب. Und das Buch wird niedergelegt. Mit dem Buch sind die Tatenregister gemeint. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. Und du siehst, wie die Mujrimun, das Wort Mujrimun sind die Verbrecher, die Verbrecher, du wirst sehen, wie die Verbrecher, mit dem Verbrechen ist hier gemeint, die Sünder, oder die Sünden. Die Verbrecher, das sind die Sünder. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. Und du wirst sehen, wie die Sünder oder die Verbrecher vor dem, was sich in dem Buch befindet, zittern werden, Furcht haben werden. Al-Ishfaq ist Furcht. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا. Und sie werden sagen, oh wehe uns. Dieses Buch hat weder etwas Großes noch Kleines ausgelassen. Weder Großes noch Kleines ausgelassen. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. Und sie werden das, was sie bewerkstelligt haben, vor sich finden. Und dein Herr wird niemandem Unrecht antun. Ebenfalls in der Surah Al-Zalzala, wo Allah Ta'ala sagt, und an diesem Tag werden die Menschen zerstreut in Gruppen hervortreten. Und wer etwas Gutes getan hat, im Gewicht einer Ameise, Zarra, habe ich ja gesagt, ist die winzige Ameise. Misqala Zarra. Zarra ist die Ameise. Aber heute benutzt man das auch fürs Atom. Der wird es vorfinden oder der wird es sehen. Und wer im Gewicht einer Ameise etwas Schlechtes getan hat, auch der wird das vorfinden. All diese Texte drängen den Menschen eigentlich dazu, mit sich selbst abzurechnen. Wie so eine Abrechnung genau abläuft, was man da macht. Abrechnung vor dem Handeln, nach dem Handeln, was für Folgen so eine Abrechnung haben sollte. Es ist ja nicht nur eine Bilanz zu ziehen und dann alles weitergehen zu lassen. Es muss danach etwas getan werden. Das nennt man die Al-Mu'aqaba oder die Mu'ataba. Aber das alles machen wir inshallah im nächsten Dars.
Wir begnügen uns hiermit für heute. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.